Was braucht es eigentlich, um Marktführer zu werden? In dieser kurzen Videoreihe zeige ich dir, wie du Meinungsbilder kreierst und deinen Markt dadurch dominieren kannst. Mein Name ist Phil Posch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Posch Consulting GmbH. Wir machen Suchmaschinenoptimierung für Hersteller, Händler und Dienstleister aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unterstützen Sie dabei, Ihren Vertrieb aufzubauen und mit Content Marketing eine Meinung im Markt, im Internet zu formen. Und genau darum geht es jetzt in diesem Video, um das Thema Content Marketing. Lass uns vielleicht vorab die beiden Begriffe unterscheiden. Content meint alles das, was du an Inhalten publizierst, was an Inhalten erstellt wird. Das können Texte sein, das können Bilder sein und andere Inhalte, die in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden. Marketing betrifft all das, wo es darum geht, die Aufmerksamkeit zu erzeugen, die Zielgruppe zu überzeugen und ein gewisses Bild zu einem gewissen Thema zu bekommen. Und das kombiniert miteinander ist eine große, große Chance für dich als Unternehmer, in deinem Markt ein Bild zu kreieren. Was meine ich damit? Nun, stell dir vor, wir haben die ganzen Social-Media-Kanäle, wo es schon sehr üblich geworden ist, dass man als Unternehmen nach draußen geht, dass man über sich einen Eindruck kreiert, den die Zielgruppe, den Interessenten, potenzielle Bewerber eben gewinnen, um über das Unternehmen ein gewisses Meinungsbild entstehen zu lassen. So kannst du also dafür sorgen, dass du über Social-Media-Kanäle einen sehr direkten Austausch hast, dass du in die Kommunikation und auch in die Wahrnehmung deiner Zielgruppe kommst. Hier ist es aber so, wenn wir unterscheiden, wie eben auch diese Inhalte konsumiert werden, dass insbesondere über die Social-Media-Kanäle, nicht zuletzt zum Beispiel über TikTok, eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne überhaupt vorhanden ist und man relativ schnell durchswipt. Man hat auch so diesen Unterhaltungsfaktor, was natürlich alles für die Unternehmen auch seine Berechtigung hat. Man kommt im Prinzip in die Aufmerksamkeit und man schafft es, seine Zielgruppe zu erreichen. Und was dann passiert, ist genau das, worüber ich mit dir in diesem Video sprechen möchte. Stell dir vor, du informierst dich über Produkte oder hast Produkte über Social-Media-Kanäle oder andere Wege kennengelernt, bist in Berührung gekommen mit Unternehmen, mit Produkten, mit Dienstleistungen und möchtest jetzt an dieser Stelle validieren, ob du die richtige Entscheidung triffst, wenn du dich für einen Hersteller, einen Dienstleister entscheidest. Und was du sehr wahrscheinlich machen wirst, ist, dass du in Google recherchierst, dass du ein Bild bekommen möchtest über dieses Unternehmen oder auch das Produkt und informierst dich über Kundenrezensionen, über Merkmale, über unterschiedliche Faktoren, die dich jetzt in diesem Moment überzeugen sollen, dass du das Vertrauen an die richtige Stelle gibst und damit eben auch eine gute Entscheidung aus einem guten Gefühl heraus treffen kannst. Und genau hier kannst du als Unternehmer ansetzen, indem du sagst, du schaffst es informell, denjenigen zu erreichen, indem du sagst, du bist der kompetente, authentische Antwortgeber, der Fragen beantwortet, der dafür sorgt, dass in dem Moment, wo jemand sagt, kann ich dieses Problem lösen, die Hand hebt und sagt, ja, das geht. In dem Moment, wenn er sagt, wie geht das, du auch sagst, hey, auf die und die Art und Weise, er als nächstes wissen möchte, ja, hast du einen Beweis, wie ging das denn, auch du an dieser Stelle die Inhalte kreierst und schaffst und zugänglich machst, dass jemand sagt, okay, das ist der Beweis, das hat er schon für andere gemacht. Das kann im Hausbau sein, das kann im Produkt sein, das kann bei einer Dienstleistung sein. Von bis hast du hier die Chance, diese Authentizität aufzubauen und Vertrauen zu schaffen. Und noch viel wichtiger ist es natürlich auch darüber hinaus, wenn es um Produktkäufe geht, dass man sagt, okay, haben denn andere Menschen dieses Produkt auch schon eingesetzt? Haben sie es gekauft und waren mit dem Kaufentscheid auch zufrieden? Hat dieses Produkt dafür gesorgt, dass das Problem, was sie mal irgendwann hatten, aufgelöst wurde? Und genau hier kannst du es schaffen mit einer guten Content-Marketing-Strategie, unabhängig von Social Media und hier, guck mal, das erzähle ich über mich und guck mal, ich bin so unterhaltsam, dafür zu sorgen, dass im Hintergrund auch Vertrauen aufgebaut werden kann. Weil genau hier treffen Menschen Entscheidungen, indem du möglich machst, dass man dir vertrauen kann. Genauso wie du es wahrscheinlich offline, face-to-face machen würdest, mir Geschichten erzählen würdest, hey, wir haben so coole, erfolgreiche Projekte, wir haben so coole, tolle Sachen gemacht und das hat dazu geführt, dass unser Kunde das oder das Ergebnis erreicht hat. Genau das muss ins Internet. Und das geht explizit mit Suchmaschinenoptimierung außerhalb deiner eigenen Internetseite. Das heißt, die Basics sind in der Regel zu sagen, hey, ich schaffe es als Unternehmen mit meiner Website, mit meinem Blog, mit meinen Inhalten über mich zu sprechen. Aber wenn du jetzt genau diesen Moment aufgreifst und sagst, okay, ich schaffe es auch darüber hinaus, wenn jemand sich informiert, nicht nur mit meiner eigenen Internetseite in Google aufzutauchen, sondern ich kreiere ein Meinungsbild, ein gestalte im Prinzip das, was man denkt, dann bist du tatsächlich in der Funktion eines Marktführers, weil du in deinem Markt bestimmst, was man denkt und damit Meinungsbilder kreierst. So, und das geht natürlich nur, indem du einfach mal über den Tellerrand hinausdenkst, indem du dich rauszoomst aus dem Tagesgeschäft, rauszoomst aus den einzelnen Produkten, Leistungen und einzelnen Marketingmaßnahmen, aus den Kanälen, ja okay, mache ich jetzt Facebook, mache ich TikTok, einfach mal in diese holistische Perspektive gehst
und sagst, was passiert eigentlich in meinem Markt, wonach recherchieren Menschen, wie gehen sie vor, wenn sie mit meinem Produkt in Berührung kommen müssten, wie beantworten Marktbegleiter das, wie kann ich das ganze Thema einfach in die Reputation mit einzahlen lassen. Und hier lade ich dich sehr herzlich zu ein, dir einfach mal Gedanken dazu zu machen oder auch alternativ mit uns ins Gespräch zu gehen, weil wir genau das machen. Wir beschäftigen uns genau mit diesen Themen, unabhängig von der Optimierung einzelner Internetseiten, genau damit, in gewissen Märkten Inhalte zu kreieren, die mit Content Marketing dafür sorgen, dass man seine Zielgruppe bestmöglich erreicht und überzeugt. Du kannst dir dazu auf www.philposch.de eine kostenlose Potenzialanalyse buchen, in der wir sogar schon eine erste Strategie ausarbeiten und für dich herausfinden, wie du Marktführer werden kannst in deiner Branche. Bis dahin, dein Philipp.